بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir waren stehen geblieben bei der Erläuterung der ersten Ayah in der Sura Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Da machen wir nun weiter, und zwar mit der Aussage des Propheten alayhi salatu wassalam. Er sagte: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Der beste Gedenkspruch ist La ilaha illallah, und das beste Bittgebet ist Alhamdulillah. Und in diesem Hadith bezeichnet der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Ausspruch Alhamdulillah als Bittgebet. وأفضل الدعاء الحمد لله. Das heißt, was ist daran ein Bittgebet, obwohl es ja eigentlich ein Gedenkspruch ist? Denn ein Bittgebet bedeutet, du verlangst etwas. Du bittest von Allah subhanahu wa ta'ala etwas. Diesen Zusammenhang erwähnte Allah azza wa jal im Koran, indem er sagte: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Diejenigen aber, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht. Und unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf darin wird sein: Preis sei dir, O Allah, und ihr Gruß darin Friede. Und ihr abschließender Dua bzw. Ausruf: Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Ibn Qayyim al-Jawziya erklärt diese Angelegenheit, warum Alhamdulillah als Dua gilt, indem er sagte: Mit der Anrufung, also Dua, wird die Anrufung in Form des Bittgebets, also Dua ul-Mas'ala, und die Anrufung in Form der Anbetung, Dua ul-Ibadah, gemeint. Das heißt, es gibt zwei Arten des Dua. Einmal Dua ul-Mas'ala und einmal Dua ul-Ibadah. Das Anrufen anhand des Bittgebetes oder in Form eines Bittgebetes und das Anrufen in Form der Anbetung. Der Unterschied ist was? Dass du Allah Azza wa Jal anrufst in Form des Bittgebetes, ist, wenn du Dua machst: O Allah, vergib mir, O Allah, hilf mir, O Allah, du Allgütiger, sei mit mir gütig. Das ist Dua al-Mas'ala. Dua al-Ibadah ist, wenn du betest, wenn du fastest, wenn du Dhikr machst, wenn du Koran liest, wenn du Gutes tust. Das ist Dua al-Ibadah. Und derjenige, sagt Ibn Qayyim al-Jawziya weiter, der seinen Herrn lobt, ruft ihn auf beiden Arten an. Wenn du Allah lobst, wenn du ihm dankst, dann rufst du Allah auf zweierlei Arten an. So bittet er von ihm, also Dua ul-Mas'ala, also das Anrufen in Form eines Bittgebets, und für ihn. Das bedeutet, er setzt diese Taten um für Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist Dua al-Ibadah. Und somit ist er der wahre Bittende, der Mensch, der dies tut, der Allah subhanahu wa ta'ala lobt, indem er ihn anruft und indem er ihn lobpreist und indem er
diesen Lob auch umsetzt in Taten, indem er sich unterwirft den Gaben Allahs Azza wa Jal, das ist der wahre Bittende. Allah Azza wa Jal sagt, هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Er ist der Lebendige, es gibt keinen Gott außer ihm, so ruft ihn an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Der nächste Punkt ist, bei der Erläuterung dieser Ayah, was ist der Unterschied zwischen Alhamd und Ash-Shukr? Denn beides sind Begriffe, die darauf hinweisen, dass man dankt oder lobt. Die Begriffe Alhamd, also das Lob, und Ash-Shukr, der Dank, haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. So ist in einer Hinsicht das Lob allgemeiner als der Dank und in einer anderen Hinsicht ist der Dank allgemeiner als das Lob. Und zwar im Hinsicht auf die Gründe. Warum lobst du Allah? Warum dankst du Allah subhanahu wa ta'ala? In Hinsicht auf die Gründe ist das Lob allgemeiner. Bedeutet, es gibt für das Lob mehr Gründe als für den Dank. Also für Alhamd gibt es mehr Gründe als für Ash-Shukr. Hingegen ist im Hinblick auf die Mittel, also auf die Umsetzung, der Dank allgemeiner. Also es gibt mehr Mittel, um zu danken, als um zu loben. Das werden wir inshallah jetzt gleich noch einmal näher sehen. Das Lob gilt nicht nur für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Also wenn wir von Lob reden, arabisch Hamd, dann gilt Al-Hamd nicht nur für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, sondern es gilt für die Gaben Allahs azza wa jal und es gilt für seine Vollkommenheit auch. Das heißt, hätte Allah jalla wa ala uns gar keine Gaben gegeben, hätte er das Lob verdient, dafür, dass er vollkommen ist, dafür, dass er schön ist, dafür, dass er allwissend ist, allgnädig ist, allweise ist, gerecht ist, subhanahu wa ta'ala, dafür, dass er vollkommen ist, hat er es verdient, gelobt zu werden, also hoch verehrt zu werden, also gepriesen zu werden. Ja, das heißt, das sind die Gründe, warum wir Allah loben. Wir loben ihn dafür, dass er uns die Gaben gegeben hat. Aber nicht nur deswegen, sondern wir loben ihn dafür, dass Allah Azza wa Jal der Vollkommene ist. Er macht keine Fehler. Ihm überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Er vergisst nicht, subhanahu wa ta'ala. Aber subhanahu jalla wa ala, er ist nie ungerecht. Und all diese anderen Eigenschaften zeigen, dass er es verdient, gelobt zu werden, subhanahu wa ta'ala. Dies bedeutet, dass Allah für seine vollkommenen Eigenschaften das Lob gebührt. Eben, dass er der Allwissende, der Schöne, der Lebendige ist. Er verdient die Lobpreisung unabhängig von den Gunsterweisungen Allahs. Etwa, dass er seine Diener rechtleitet und versorgt. Somit ist das Lob allgemeiner im Hinblick auf die Gründe. Also, wie viele Aspekte haben wir bei den Gründen? Einmal die Gunsterweisungen Allahs. Und einmal die Vollkommenheit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Sowohl für seine Gaben als auch für seine Vollkommenheit gebührt ihm das Lob. Das Lob wird allerdings, und jetzt kommen wir zu den Mitteln und den Werkzeugen, wie loben wir Allah, subhanahu wa ta'ala. Hier haben wir gesagt, ist das Lob eingeschränkter als der Dank. Denn das Lob wird nur mit dem Herzen bzw. mit der Zunge vollzogen. Das heißt, wenn du Allah lobst, entweder mit deinem Herzen, du empfindest Verehrung für Allah subhanahu wa ta'ala, du verehrst Allah, du empfindest Respekt gegenüber Allah, du empfindest Hochachtung für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist mit deinem Herzen. Und mit deiner Zunge, du sagst, oh Allah, du Allgnädiger, du Allwissender, du Vollkommener, gepriesen seist du und gelobt seist du. Das ist die Art und Weise, wie wir loben. Also mit dem Herzen und mit der Zunge. Im Hinblick auf die Mittel
also auf die Art und Weise des Lobes, ist das Lob also eingeschränkter. Der Dank bezieht sich auf die Gaben und Gunsterweisungen. Also wenn wir von Schukr reden, dann bezieht es sich auf die Gaben und Gunsterweisungen und Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns versorgt hat, dass er uns recht geleitet hat, dass er uns heilt subhanahu wa ta'ala, dass er uns Wissen gibt und so weiter und so fort. Es bezieht sich also nicht auf seine vollkommenen Eigenschaften, Schukr, sondern es bezieht sich auf die Gaben Allahs. Deswegen sind die Gründe des Dankes, also die Gründe des Schukr, weniger als die Gründe des Lobes, also die Gründe des Hamd. Aber auf der anderen Seite sind die Mittel, die Werkzeuge, womit wir Allah danken, mehr als beim Lob, mehr als beim Hamd. Und zwar wird der Dank nicht nur mit dem Herzen und der Zunge vollzogen, wie es der Fall ist beim Lob, sondern zusätzlich mit den Taten. Daher ist also der Dank allgemeiner im Hinblick auf die Mittel. Was bedeutet das also, wenn wir Allah Jalla wa Ala danken? Das bedeutet, du setzt etwas um. Danken geschieht nicht nur mit der Zunge und dem Herzen. Das heißt, wenn jemand sagt, Allah, ich danke dir dafür, dass du mir Gesundheit gegeben hast, oder Geld, oder Beruf, oder Familie, Allahu a'lam, für welche Gabe du dich bedanken möchtest bei Allah, Jalla fi'ula. Das geschieht nicht nur mit der Zunge, sondern mit der Handlung, mit der Tat, mit der Umsetzung. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Dawud, وَقُلْ اِعْمَلُوا آلَ دَوُودَ Shukra, und sag, o Familie Dawud, also Dawud, handelt in Dankbarkeit. Also setzt dieses die Dankbarkeit in Taten um. Das heißt, wenn du jetzt deinen Lohn bekommst, zum Beispiel durch die Arbeit, dann musst du Allah danken, wie? Nicht nur indem du sagst, Allahumma lakal hamd, dass du mir Geld gegeben hast. Nein, sondern dass du dieses Geld einsetzt in Angelegenheiten, die Allah zufriedenstellen. Das heißt, wenn du deine Familie versorgst, wenn du armen Leuten hilfst, wenn du der Da'wah hilfst und so weiter und so fort. In Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen, das ist dann der Dank. Aber nur zu reden, aber danach, Allahumma lakal hamd, dass du mir das Geld gegeben hast. Und dann geht er mit diesem Geld und sündigt. Er raucht, kauft damit Zigarettenpackungen oder er kauft sich, Allahu a'lam, die neuesten Singles, ja, von den Musikern und so weiter und so fort. Er kauft sich das neueste Handy, nicht um zu telefonieren und damit Dauer zu machen, um die Leute zum Morgengebet aufzuwecken per WhatsApp und so weiter und so fort. Nein, nein, sondern damit er gleich im YouTube surfen kann und die Videos der Musiker sehen kann. Das ist keine Dankbarkeit. Das ist keine Dankbarkeit. Das heißt, die Dankbarkeit bedeutet, oh Allah, ich danke dir mit meiner Zunge, natürlich zuerst mit meinem Herzen. Ich bin zutiefst erfreut, dass Allah Azzawajal mir diese Gabe gegeben hat. Ich artikuliere diese Freude, ja, in Worten. Ich sage, oh Allah, ich danke dir, aber hier darf es nicht auf. Sondern nutze nun diese Gabe, um die Zufriedenheit Allahs Azzawajal zu erlangen. Und das ist der springende Punkt, der Unterschied, um zu erkennen, ob etwas, was ich erhalten habe, ob das eine Gabe, eine Gnade ist oder ob es ein Verderben ist. Geld kann eine Gnade sein, kann auch ein Verderb sein. Wissen kann eine Gnade sein, kann Verderb sein. Gesundheit kann eine Gnade sein, kann auch Verderb sein. Ansehen kann Gnade sein, kann auch ein Verderb sein. Wie unterscheide ich das? Ich will jetzt wissen, ist mein Auto eine Gnade Allahs oder ein Verderb? Ist mein Wissen eine Gnade Allahs oder ein Verderb für mich? Der Unterschied ist, wie handelst du mit dieser Gabe?
Näherst du dich dadurch Allah Azza wa Jal, dann ist es eine Gnade und eine Gunsterweisung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Du hast ein neues Auto, auf einmal, was machst du mit dem Auto? Du betest jeden Tag in der Moschee, du fährst jeden Tag in die Moschee, um die Pflichtgebete zu beten. Das Auto ist für dich eine Gnade. Du hast ein neues Auto und damit gehst du zu jeder Disco. Und vorher warst du in der Moschee, aber jetzt hast du jetzt ein Auto, jetzt kannst du endlich mal rausgehen. Dieses Auto ist ein Verderb. Ja. Das heißt, ein und dieselbe Gabe kann eine Gnade sein, sie kann aber auch ein Verderb sein. Wissen, egal ob das Wissen über die Religion ist oder über die Dunya, über diesseitiges, über irdisches Wissen. Stellen wir uns vor, jemand lernt, wie man richtig betet, nach der Sunna, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Dieses Wissen nutzt er jetzt nicht etwa, um sich selbst um sein Gebet zu kümmern oder den Menschen das Gebet beizubringen. Nein, nein, er benutzt dieses Wissen, um hochmütig zu werden. Zu sagen, was seid ihr für Leute, ihr wisst ja gar nicht, wie ihr betet. Ja? Und bitte mal alle hinten dran stellen, ich bin der Beste hier. Dann ist dieses Wissen keine Gnade Allahs, Jalla wa Ala. Iblis hat ja nicht gewusst, dass Allah existiert. Iblis hat gewusst, dass Allah existiert. Er sagte, du hast mich aus rauchlosem Feuer erschaffen. Und hast ihn also Adam aus Erde oder Ton erschaffen. Aber hat ihm das Wissen was gebracht? Nein, es hat ihn hochmütig gemacht. Und deswegen wollte er sich niederwerfen, nicht niederwerfen. Und deswegen muss jeder von uns schauen, die Gaben, die ich erhalten habe, wie gesagt, Gesundheit, Wissen, Geld, Ansehen, Allahu A'lam, was ich alles für Gaben bekommen habe, was stelle ich damit an? Wie viel Mal habe ich diese Gabe nun genutzt, um Allahs Zufriedenheit zu erlangen? Oder benutze ich gar diese Gaben Allahs Tabaraka wa Ta'ala, um den Zorn Allahs Azza wa Jalla zu erlangen, möge Allah uns vor seinem Zorn bewahren. Das heißt, die Aya zu Beginn des Dialogs, also Alhamdulillahi Rabbil Alameen, und wir sagten ja gestern in diesem heiligen Hadith, dass Allah Azza wa Jalla sagte, ich habe das Gebet, also Suratul Fatiha, zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile aufgeteilt. Das ist so ein Dialog zwischen dem Betenden und Allah Jalla wa Ala. Also diese Aya zu Beginn des Dialogs zwischen dem Betenden und Allah ist darum eine Lobpreisung Allahs, weil Allah in seiner Vollkommenheit gelobt werden muss, und eine Lobpreisung Allahs, weil Allah den Menschen mit seinen Gunsterweisungen überflutet. Das heißt, wenn du betest und sagst Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann solltest du an die Vollkommenheit Allahs denken. Nicht wie die Eigenschaften sind, wie wir jetzt schon öfters erwähnt haben. Nein, nein. Sondern, dass wir über Allahs Gerechtigkeit denken im Gebet, wie gerecht er ist. Dass wir über Allahs Weisheit denken, wie weise er ist. Denke über ein Geschehnis bei dir in deinem Leben und wie die Weisheit Allahs Azza wa Jal hinter diesem Geschehnis steht. Denke über die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, dass du in Sicherheit, in Ruhe, in Frieden lebst, dass du Versorgung hast, dass du eine Moschee findest, wo du beten kannst, wo du lernen kannst und so weiter. Jedes Mal nimmst du eine Pflanze, nimmst du eine Blüte aus diesem Garten der Gaben und Gunsterweisungen Allahs, und so wie jemand, der diese Blüte nimmt und daran riecht, einmal riecht er diesen schönen Geruch, dann riecht er den anderen schönen Geruch, dann einen anderen schönen Geruch. Und so musst du im Gebet beten. Jedes Mal, wenn du Alhamdulillahi Rabbil Alamin sagst, denk an eine Gabe Allahs Jalla wa Ala, die er dir gegeben hat, ohne einen Preis dafür. Ohne, dass du irgendetwas getan hast dafür. Und wenn jemand sagt, doch, ich bezahle doch durch das Gebet, dann darf er nicht vergessen, dass kein Gebet auf dieser Welt ausreicht als Preis für die kleinste Gabe Allahs kann. Kein Gebet. Und deswegen war der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Diener Allahs Azza wa Jal, der sich angestrengt hat in der Anbetung, als Aisha radiallahu anha ihn gefragt hat, als er seine Füße verletzt hat durch das lange Gebet,
Dann sagte sie, warum machst du das, obwohl Allah Azza wa Jal dir alle Sünden vergeben hat? Dann sagte er, sollte ich nicht deswegen ein dankbarer Diener sein? Das ist die Dankbarkeit. Nicht die Dankbarkeit, Allahumma lakal hamd, schlafen geht. Nein, sondern die Dankbarkeit bedeutet, Allahumma lakal hamd, steh auf und bet. Steh auf und fast oder spende oder die Arbeit und verdiene das Geld für deine Familie und so weiter und so fort. Das heißt, die Dankbarkeit muss mit den Taten einhergehen. Taten noch einmal, diese Gabe, die du nutzt, wenn du sie nutzt und du kommst näher zu Allah Jalla wa Ala, dann ist es eine Gnade. Viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch für diese Gabe. Wenn aber diese Gabe dich zum Höllenfeuer führt, zur Sünde, dann mein Mitleid, das ist ein Verderb und du solltest schleunigst von dieser Sache Abstand halten und deine Absicht durch diese Gabe erneuern und zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala und sagen, das reicht, jetzt werde ich das Auto nur noch für Gutes nutzen, ich werde meine Eltern zum Arzt fahren, ich werde gucken, wie ich den Leuten helfe, ich werde zum Gebet fahren, ich werde zu den Unterrichten fahren und so weiter und so fort, welche Gaben man auch immer hat. Das heißt, der Betende steht hier vor seinem Herrn in völliger Demut. Und Alhamdu, es steht hier nicht ein Dank, Hamdan Lillah oder sowas, ohne den bestimmten Artikel, sondern mit dem bestimmten Artikel Alhamdu. Und im Arabischen gilt die Regel, wenn der bestimmte Artikel hier erwähnt wird, dann sind sämtliche Formen der Dankbarkeit und Lobpreisung gemeint. Wenn du sagst Alhamdu, das heißt, O Allah, sämtliche Formen, sämtliche Möglichkeiten, sämtliche Mittel, dir zu danken, gebühren dir. Auch wenn ich sie nicht kenne oder auch wenn ich sie nicht umsetzen kann oder auch wenn ich sie nicht nun nutze, aber du, dir gebührt dieses Lob und dieser Dank in all seiner Fülle, in all seiner Art und Weise. In dieser Aya ist ein weiterer Name Allahs Jalla wa Ala und Suratul Fatiha besteht aus vielen Namen Allahs Jalla wa Ala. Und deswegen, wer die Suratul Fatiha verstehen muss oder möchte, muss eben diese Namen Allahs kennen. Man sagt Alhamdulillahi Rabbi al-Alami. Ar-Rabbu ist ein weiterer Name Allahs subhanahu wa ta'ala. Und zwar der Begriff Rabb stammt von dem Verb Rababa. Also, und das bedeutet erziehen, sich um etwas kümmern, pflegen. Ja, das bedeutet Rababa. Und daraus kommt auch das Wort Tarbiyah, Erziehung. Im Arabischen wird Rabb für den Schöpfer, Besitzer und Herrscher verwendet. Und daher wird der Mann bzw. die Frau Herr des Hauses, Rabbul Bayt, bzw. Herrin des Hauses, Rabbatul Bayt, gibt es im also männlichen und weiblichen. Denn sie haben im Haus das Sagen und regeln dort die Angelegenheit. Das heißt, Ar-Rabb ist derjenige, der die Angelegenheiten regelt, der erklärt, was zu tun ist, was nicht zu tun ist, der verbietet und gebietet. Rabb kann daher mit Herr bzw. Herrscher übersetzt werden. Allah der Erhabene ist der Herrscher der Welten, denn er ist der Besitzer der Schöpfung und Lenker aller Angelegenheiten. Nichts passiert im Universum ohne den Willen Allah subhanahu wa ta'ala und ohne die Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts außerhalb seines Wissens, subhanahu wa ta'ala. Im Koran wird der Name Allah, Ar-Rabb, über 900 Mal erwähnt. Wie zum Beispiel in folgenden Ayat. Allah Azza wa Jal sagte, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sag gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Allah Jalla wa Ala sagte auch, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Sag, soll ich einen anderen Herrn als Allah begehren?
wo er doch der Herr von allem ist. Jede Seele erwirbt nur gegen sich selbst, und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein, und er wird kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, er, der Herr der Welten, bewohnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, رَحِيمٍ رَبٍ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمٍ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمٍ. Friede als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Dieser Name Allah subhanahu wa ta'ala deutet auf die Erziehung hin. Und die Erziehung Allah subhanahu wa ta'ala und seine Fürsorge teilen sich in zwei Arten auf. Eine allgemeine Fürsorge, welche die ganze Schöpfung genießt, sowohl die Tugendhaften als auch die Sündiger, sowohl die Gläubigen als auch die Nichtgläubigen. Diese Fürsorge beinhaltet die Versorgung der Schöpfung mit den verschiedenen Aspekten, die sie für ihr Bestehen brauchen, wie zum Beispiel Nahrung etc. Das ist die erste Art. Die zweite Art der Fürsorge ist eine spezielle Art, die nur den Gläubigen und Gottesfürchtigen gilt. Möge Allah Azza wa Jal uns mit dieser Fürsorge behandeln. Diese besteht aus der Fürsorge durch die Rechtleitung und die Standhaftigkeit. Daher beinhalten die Bittgebete der Gläubigen diesen Namen Ar-Rabb, wie wir gleich sehen werden. Denn sie bitten ihn nicht nur um die allgemeine, sondern gerade um die spezielle Fürsorge, ohne die kein Mensch die Zufriedenheit Allahs erlangen kann. Und deswegen verstehen wir auch, warum wir Allah loben und danken. Alhamdulillah, du dankst Allah, Rabb. Rabbil Alamin. Rabb, also der fürsorglich ist. Und er hat zwei Arten der Fürsorge darf ich genießen. Erst einmal die Fürsorge, die jeder bekommt. Essen, Trinken, Nahrung, Atmen, Gesundheit. Aber nicht nur das, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat mich recht geleitet. Und diese Fürsorge ist so sehr, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich einmal vom Atheismus gerettet hat. Er hat uns vom Atheismus gerettet. Es gibt Menschen, die glauben an nichts. Davon hat dich Allah azza wa jal gerettet. Du hättest ein Atheist sein können, der an gar nichts glaubt. Dann gibt es Menschen, die glauben an Gott, aber nicht, dass er der einzige Gott ist, sondern noch an andere Götter. Also die Polytheisten. Allah Azza wa Jal rettet dich ein zweites Mal, und zwar vor dem Polytheismus. Dann gibt es eine weitere Sorte von Menschen, die sagen, nein, wir dürfen nur Gott anbeten, aber sie glauben nicht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagen, wir glauben an Gott, aber wir glauben nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt eine Sorte von diesen Menschen, die nehmen nur den Koran und die Sunna nicht. Sagen, nein, wir nehmen nur den Koran. Mit der Sunna wollen wir nichts zu tun haben. Allah Azza wa Jal hat dich vor dieser Sorte von Menschen gerettet. Dann gibt es Leute, die glauben an Allah und die glauben an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie glauben an die Sunna, setzen sie aber nicht um und sündigen. Sie beten nicht, fasten nicht, sie pilgern nicht, sie spenden nicht, sie trinken Alkohol, essen Schweinefleisch. Machen Sinn, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Dann hat dich Allah subhanahu wa ta'ala noch gerettet, denn es gibt eine Sorte, die glaubt an Allah, sie glaubt an Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie glaubt, dass es keine anderen Götter gibt, sie glaubt, dass die Sunna anzunehmen ist, sie begeht keinen Sinn und essen kein Schweinefleisch und kein Alkohol, aber sie machen Erneuerungen in der Religion. Bid'ah. Sie machen Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie getan hat und die Gefährten nie getan haben und die großen Imame nie gesagt haben. Aber sie erfinden Sachen in der Religion.
Schau dir an, wie oft Allah Azza wa Jal dich gerettet hat, sodass du bi'idhnillahi subhanah von der erretteten Gruppe bist, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Umma wird sich in 73 Gruppen aufteilen, alle sind sie in der Hölle, außer eine. Als gefragt wurde, wer sind diese Gesandte Allahs, da sagte er alaihi salatu wasallam, das sind die, die so sind wie ich heute und meine Gefährten. Die so sind wie ich heute und meine Gefährten. Ma ana alayhi wa ashabi. Und in einer anderen Überlieferung heißt es humul jama'ah. Es ist die Gemeinschaft. Deswegen heißen wir Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, alaykum bi sunnati. Nimmt oder haltet euch an meine Sunnah und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen nach mir. Beißt daran mit euren Zähnen. Also haltet daran fest. Deswegen Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Jama'ah warum? Weil eben die Jama'ah diejenigen sind, die so sind wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und ihre Gefährten. Sie sind so in der Aqid. Wir glauben nur das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hat über Allah jalla wa ala. Und was die Sahaba vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt haben. Eine Sache, die die Gefährten nicht gesagt haben, das glauben wir nicht. Im Gegensatz zu den Leuten der Erneuerung, die irregegangen sind, die Sekten, die verschiedenen Sekten, sie haben immer Erneuerung, immer etwas hinzuzufügen oder was wegzunehmen von der Religion. Und deswegen ist unser Maßstab der Koran, die Sunna und die Gefährte. Denn jeder kann daherkommen und sagen, Allah sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt. Aber das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, wie verstehst du nun diese Ayah? Verstehst du sie, wie du willst? Oder verstehst du sie so, wie die Gefährten es verstanden haben? Denn Allah jalla wa ala hat uns auferlegt im Koran, dass wir so verstehen müssen den Koran wie die Gefährten. Als er sagte, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Und die ersten Generationen von den Auswanderern und die in Medina diese Auswanderer angenommen haben und die ihnen folgen, also den Muhajirin und Ansar, und die ihnen gut und richtig folgen, was ist mit denen? Allah ist zufrieden mit ihnen. Und sie sind zufrieden mit Allah. Wird Allah zufrieden sein mit jemandem, der eine falsche Aqidah hat? Wohl kaum. Wird Allah zufrieden sein mit jemandem, der nicht vertrauenswürdig ist? Wohl kaum. Und deswegen sind die Gefährten vertrauenswürdig. Und deswegen ist die Aqidah der Gefährten richtig. Und deswegen halten wir uns an dieser Aqidah. Und irgendeiner, der dir irgendwas erzählt über Aqidah, die nicht bei den Gefährten ist, frag ihn eine Frage. Gib mir einen Sahabi. Punkt, aus, Ende, Schluss. Sag ihm, gib mir einen Sahabi, der sagt, Allah wäre überall oder nirgendwo oder du darfst nicht die Namen und Eigenschaften Allahs annehmen. Sag ihm, gib mir einen Sahabi. Such dir einen Sahabi aus, egal wer. Wir wollen ja gar nicht mal zwei. Gib mir einen, der gesagt hat, Allah ist nicht über dem Thron. Und wehe dir, du sagst, Allah ist über dem Thron. Und du musst sagen, Allah ist überall. Oder nein, du musst sagen, Allah ist nirgendwo. Und Allah ist Allahu A'lam. Und so weiter und so fort. Wer hat das gesagt von den Gefährten? Keiner. Das ist die Fürsorge Allahs, Jalla wa Ala. Stell dir vor, du gehörst zu den Leuten, die die Muslime als Nicht-Muslime abstempeln. Ja, am laufenden Band. Welchen Verderb du erwarten würdest deswegen. Stell dir vor, du gehörst zu jemandem, der rumtanzt und rumspringt und sagt, ich gedenke Allah Jalla wa Ala. Stell dir vor, du würdest zu denjenigen gehören, die mit dem Islam gar nichts mehr zu tun haben, nur vielleicht, dass sie einen muslimischen Namen haben. Aber ansonsten gehen sie von Disco zu Disco, von Kneipe zu Kneipe, Allahu A'lam von wo bis wo, aber die Moschee kennen sie nicht. Stell dir vor, du würdest einen Affe sehen und sofort würdest du dich niederwerfen. Oder eine Kuh geht vorbei und du würdest sofort hinlegen. Subhanallah, so viele Tücken und Fallen des Teufels gibt es. Und Allah rettet dich und rettet dich und rettet dich
und rettet dich so oft. Es gibt so viele Hindernisse, so viele Hürden, die der Teufel Iblis aufstellt. Die Hürde des Schirk, die Hürde der Bid'a, die Hürde der Kabair, die Hürde der Sagair, der anderen Sünden, die Hürde der eigenen Neigung, Al-Hawa und Al-Nafs. So viele Hürden. Und Allah Jalla wa Ala hilft dir so oft, dass du das Schlechte meidest und zur Wahrheit zurückkehrst. Was habe ich gemacht, dass ich diese Fürsorge verdiene? Möge Allah Azza wa Jalla uns diese Fürsorge nicht wegnehmen. Das heißt, wenn du liest, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, genieße diese Ayah. So wie jemand, der nun ein Strauß hat. Du weißt, was Alhamd ist, du weißt, was Ar-Rabb ist. Ar-Rabb, einmal die Fürsorge für die Allgemeinheit, einmal eine spezielle Fürsorge. Das sind alles wie Blumen, die du zu einem Strauß nimmst und diesen Strauß dann genießt. So solltest du die Ayah lesen. Und nicht einfach irgendetwas da sagen, ohne zu verstehen. Und die Gabe und Gnade Allahs, die er uns gegeben hat, ist, dass wir dürfen Al-Fatiha in jeder Rak'a lesen. Weil wann reicht es aus, einmal Alhamdulillahi Rabbil Alamin zu sagen? Welche Gabe soll ich denn aussuchen, um sie mir vor Augen zu halten, während ich diese Ayah lese? Welche denn? Von all diesen vielen Gaben, die ich von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen habe. Deswegen muss ich mich freuen als Muslim, als Muwahhid, als Sunni, also jemand, der der Sunna folgt. Ich muss mich freuen, dass Allah azza wa jalla mir erlaubt hat, diese Fatiha, diese Surah, diese Ayah öfters zu lesen. Stell dir vor, es wäre eine Bid'ah. Stell dir vor, du darfst nur einmal lesen, das war's. Aber ich möchte doch Allah danken für all diese Gaben. Und deswegen erlaubt er uns, subhanahu wa ta'ala, setzt es als Pflicht, als Säule des Gebets fest, dass wir in jeder Rak'a Al-Fatiha lesen müssen und dürfen. Also das sind die zwei Arten der Fürsorge. Einmal, wie gesagt, die Fürsorge für die ganze Welt. Da sind die Muslime, die Nichtmuslime, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alle Geschöpfe werden versorgt von Allah Jalla wa Ala. Und die zweite Art ist die spezielle Fürsorge, mit der wir die Ehre genießen dürfen, und zwar die Fürsorge für die Gläubigen. Und darum wieder müssen wir uns vor Augen halten, wie oft Allah Jalla wa Ala uns gerettet hat und vor wie vielen Irreleitungen. Der Glaube an die Herrschaft Allahs Subhanahu ist die Grundlage für den Glauben an das Recht der Anbetung Allahs. Das heißt, und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass Suratul Fatiha die Grundsätze der Aqida erläutert hat. Und deswegen, ich sagte ja bereits, Al-Fatiha, diese gewaltige Sura, wird in den weiteren Suren, Al-Baqara, Al-Imran, Nisa, Al-Maida und so weiter, erläutert. Denn in der Sura Al-Fatiha stehen Grundsätze. Der erste Grundsatz ist Tawhid al-Rububiyyah. Das ist der Beginn, es ist nicht das Ende der Bestätigung der Einzigkeit Allahs. Und zwar, dass du bestätigst, er ist es, der mich erschaffen hat. Er hat nicht nur mich erschaffen, sondern die ganze Welt. Es gibt nichts, was nicht zu den Geschöpfen Allahs gehört. Alles außer Allah sind Geschöpfe Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen glaube ich daran, dass derjenige, der mich erschaffen hat, am besten Bescheid weiß über meine Zufriedenheit, über meine Glückseligkeit, über das, was mir gut tut und was mir schadet, was mich zum Verderb bringt. Allah Azza wa Jalla sagt, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Welten. Der Muslim benutzt seinen Verstand. Er sagt sich, ich wurde nicht aus nichts erschaffen. Plötzlich auf einmal war ich da. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass dieses Blatt plötzlich, zack, ist es da. Das war irgendwann mal ein Baum. Der Baum war irgendwann mal
ein Samen oder Allahu A'lam, wie die Fortpflanzung in der Pflanzenwelt so vonstatten geht und so weiter und so fort. Der wiederum war dies und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt immer eine Ursache, eine Kausalkette. Und so muss ich auch einen Schöpfer haben. Das weiß ich, das verstehe ich. Aber hier darf es nicht aufhören. Wenn Allah mein Schöpfer ist, wer weiß dann am besten Bescheid über mich? Allah Jalla wa Ala. Also wenn du wissen möchtest, wie dein Handy funktioniert am besten, gehst du dann zum Metzger? Welcher Mensch ist so klug und sagt, ich will frei sein? Sag mir jetzt nicht, ich soll zum Elektroingenieur oder zum Telekommunikationsingenieur oder Allahu A'lam zu wem, zum Physiker. Nein, 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 nein. Diese, ich will ja nicht zurück zum Mittelalter, ja, wie denken ihr, ich will frei sein, ich gehe zum Metzger und frage ihn, wie mein Handy funktioniert. So reden die Menschen. Ist das logisch? Ist das aufgeklärt? Das ist überhaupt nicht aufgeklärt. Sondern derjenige, der seinen Verstand benutzt, sagt, ja gut, ich meine, ich, Mensch, bin ein Geschöpf Allahs, Azza wa Jal, also weiß Allah am besten Bescheid, wie ich funktioniere. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal mir Gesandte entsandt und Bücher offenbart. Und das letzte gültige Buch ist der Koran. Und der letzte Gesandte ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also halte ich mich an die Regeln Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Konstrukteur des Handys sagt, du darfst das Handy nicht in die Mikrowelle reinlegen. Und du sagst, ich will frei sein. Es geht nicht das an. Ich mache, was ich will. Ich lege mein Handy in die Mikrowelle. Ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn es dann kaputt ist. Oder ins Wasser von mir aus. Oder Allahu A'lam. Du hältst dich nicht an die Gebote des Herstellers. Ist das Freiheit? Wer denkt denn, dass das Freiheit? Freiheit bedeutet, die wahre Freiheit ist, dass ich meinen Nefs, meine Seele, meine Neigung frei und ohne jeglichen Druck besiege. Das ist die Freiheit. Meine Nefs will die Sünde und ich sage, nein, nein. Ich bin ein Freier, ich bin nur kein Sklave meiner Seele. Ich bin nur nicht mal ein Sklave meiner Neigung. Nein, nein, ich sage hier, was zu tun ist. Und zwar, was Allah Azza wa Jal mir gesagt hat. Und zwar ganz frei. Das ist die wahre Freiheit. Und deswegen das Freiheitsverständnis eines Muslims ist nicht so wie das Freiheitsverständnis eines anderen Menschen, der nicht an Allah glaubt. Ala lahul khalqu wal amr, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Das ist Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya, die Herrschaft Allahs. Er ist der Schöpfer, also ist er derjenige, der mir sagt, was gut ist und was schlecht ist. Nur dann kann der Glaube anerkannt werden, wenn er zusätzlich zur Bestätigung der Herrschaft Allahs das Recht Allahs auf die Anbetung verinnerlicht. Was macht es denn bitteschön für einen Sinn, wenn ich sage, ja, Allah hat mich erschaffen, ich mache aber nicht, was er mir sagt. Das ist doch paradox. Das geht doch gar nicht. Und deswegen ist eine Grundfolgerung oder eine Grundfolge der Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seiner Herrschaft, dass ich ihn anbete. Und Anbetung bedeutet, dass ich mich ihm unterwerfe, dass ich mich an die Gebote Allahs halte. Was er mir erlaubt, das ist erlaubt. Was er mir verboten hat, das ist verboten. Das muss der Muslim umsetzen. Ansonsten ist sein Glaube nicht richtig. Allah Jalla wa Ala sagte über die Polytheisten zur Zeit des Gefährten sallallahu alaihi wasallam: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Wie lassen sie sich also abwendig machen? Das heißt, Abu Jahl und Abu Lahab, die haben nicht gesagt, es gibt keinen Gott. Sie haben nicht gesagt, es gibt keinen Gott. Sie haben gesagt, natürlich, Allah hat uns erschaffen. Aber sie wollten sich den Geboten Allahs nicht unterwerfen. Sie haben gesagt, warum sollen wir unsere 360 Götzen um die Kaaba weglassen? Nee, ich will für den Schächten und für den Schächten und für den Schächten. Wir wollen andere als Mittler haben zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. So wie heute viele sagen, wir beten die Verstorbenen an, wir beten irgendjemand anderes an und wir bitten den dann, dass er uns dann Fürsprache hält bei diesen Menschen. Und das ist natürlich nur
auf den Wegen erlaubt, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Und zwar, dass du Allah bittest, dass er erlaubt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Fürsprache hält. Ist das klar? Wir müssen Allah anbeten. Allah bitten, subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagte auch, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Sag, wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst. Wenn ihr es wisst, sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, bedenkt ihr denn nicht? Und mit der Rezitation der ersten Ayah der Surat al-Fatiha bedankt sich also der Diener bei seinem Herrn. Er bedankt sich für die allgemeine Fürsorge, wie der Versorgung mit Nahrung, Gesundheit und anderen Gaben. Und er bedankt sich für die spezielle Fürsorge durch die Rechtleitung und die Standhaftigkeit auf dem richtigen Weg. Will man diese Ayah genießen, muss man sich bewusst werden, was es bedeutet, die Fürsorge Allahs zu erhalten. Besonders die Rechtleitung. Wie erkenne ich diesen Wert der Fürsorge? Ich erkenne den Wert einer Gabe, indem ich mir vorstelle, diese Gabe wäre nicht mehr da. Wie erkenne ich die Gabe der Gesundheit? Indem ich mir sage, was ist, wenn ich krank bin? Wie erkenne ich die Gabe der Rechtleitung? Indem ich mir vorstelle, was mit mir wäre, wenn ich kein Muslim bin. Damit geht es inshallah weiter, das nächste Mal mit der nächsten Ayah. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.